Hat geklappt. Was hat geklappt? Herzlich willkommen zu einem von mir unglaublich lange erwarteten Let's Play zu Technomancer. Was haben wir hier? Bla bla. Ja, ja, passt schon. Ich kenn's auch noch nicht. Ich bin so gespannt. Und ich muss euch mitnehmen. Es geht nicht anders. Ich kann euch nicht einfach da auf der Strecke lassen. Ich hab's mir gerade gekauft. Es ist neu und boah, awesome. Hoffe ich. Ja. At the source of all life, there is water. On Mars, where it is rare, water is a source of conflict, struggle, and death. Since the turmoil, there have been unending wars, fought over the possession of clean water. We are the forgotten children of Earth, trapped in this red, barren wasteland. Here, hell is not a concept, it's our reality. And the reality is that every drop counts. Then there were the unfortunates, caught in the full power of the sun's radiation, forced to deform, mutate into unrecognizable monsters. The others, the ones who remained similar to our ancestors in likeness, hid under massive metal shells, governed by water corporations. But in the slums, people's lives aren't worth much more than the mutants. And I would know. That's where I spent the first 10 years of my life, under the boot of the Vori. Of course, in despair, there is hope. Some have begun to explore, travel even, from corporation to corporation, leaving their loyalties behind. We have organization, structure, and inevitably, politics. We have rulers, a people's assembly, and far removed from us, the Dowser, the inaccessible face of abundance. And finally, there's us, the elite protectors of the people, the spearhead of the army, my brothers and sisters who all share the same special gift. We are Technomancers. Awesome! Wir können kreieren. Ha. Nice. Moment. Ich werde mich jetzt nicht für euch beeilen. Tut mir leid. Das ist wichtig, ja? Wir wollen erstmal ein gutes Grundgesicht. Lassen wir erstmal das Standardding. Und dann gucken wir mal weiter. Gut umgesetzte Farben. Wirklich. Nein, wir machen ganz hellen. Nerdigen. Oh, awesome. Oh, nice. Dass es mehr als Skyrim hinbekommt. Also viel Auswahl haben wir ja nicht gerade, ne? Na gut. Dann machen wir es chillig und nicht ganz so normal. Ah, machen wir es im Rammstein-Style. Sieht ein bisschen aus wie Till Lindemann, oder? Auch nicht sehr viel Auswahl. Oh, nice. Weiß. Weiß, nice. Augenfarbe. Machen wir es genau, wie es für mich gehört, einen Wolf. Was haben wir hier? Ist das eigentlich vorbestimmt, dass man einen Mann spielen muss? Das ist aber schon sexistisch, oder? Sexistisch. Wow. Charisma. Dialogchance erhöht. Ja, das ist normal. Also starke Rollenspielelemente auch noch sehr gut umgesetzt bis jetzt. Weil, ne? So. Einflussnahme und so, Dialogoption, das klingt schon fast für mich wie Mass Effect mit Strom in den Händen. Wissenschaftliche Kontakte, bla bla. Ihr könnt ja wohl selber lesen, also ich werde euch jetzt nicht jeden Scheiß vorlesen. Ihr seid ja wohl alt genug. Aber hoffentlich auch frei genug, das selbst zu lesen. Mhm. Cool, ermöglicht Recycle. Dialog Wissenschaft. Im Dialog Charisma. Rabatt bei Händlern. Erhöhte Lebensregeneration außerhalb des Kampfes. Naja. Ja, das finde ich ganz cool. Was haben wir hier? 10% Chance auf Beute. Nice. Das klingt geil, Mann. Mann und Frau. Egal. Meine Wölfe sind alle gleich. Alles Wölfe. Diebstahl von Gegenständen. Ist auch geil. Tarnangriff auf Monster. Ich finde das hier ziemlich cool. Verfügbare Punkte nur. Ja, ich dachte mir schon, dass wir nur einen einzigen verwenden dürfen. Wie immer.
Attribute, Stärke, Gewandtheit, Kraft und Ausdauer. Okay. Stärke macht was? Nahkampfangriffe. Alles klar. Gewandtheit, kritische Effekte. Ja, das war mir irgendwie auch bewusst. Kraft, Zauber und ermöglicht häufigeres Wirken. Okay. Und Ausdauer. Mehr durchhalten, ja. Das ergibt doch irgendwie Sinn. Sind wir denn stark auf Nahkampf? Ich sag mal lieber ja. Ahoy, Zachariah. Scott, you came. Wouldn't miss it for the world. Sure, my memory isn't what it... But I remember to write things down on my calendar. Although I do sometimes forget where my calendar is. Anyhow, I knew your last cadet mission was today. Any nerves? If it's any consolation, you look more than fit enough. No, I'm good. I'm ready. Mm-hmm. Yes, healthy flush of the skin, no rapid eye movement. You don't look stressed out. Very well, I won't bother you anymore. Oh, but if I can bother you, just a moment. I recently acquired a batch of materials that can improve your gear. It's not much, but I thought you'd like it. Can't still can't believe you're going to be an officer soon. Yeah, me too. Thanks, Scott. It means a lot. Ah. I fear we've dilly-dallied on pleasantries. Your master, Sean, waits for you in the courtyard. So stiff, that one. I fear his spine is concocted from steel. A spine prosthetic. How interesting. What if... Oh, and stop by the clinic and come shoot the chit-chat. No, no, that's not... Just don't be a stranger. If you feel ill or need a hand, come see me. I'm always glad to help. Good luck, my boy. Thank you, Scott. Will do. I promise. Ah, ich darf wieder. Yay. Joa, es läuft flüssig. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich habe das Spiel ja selber noch nie gesehen, wie gesagt, ne? Also wundert euch nicht. Ich bin genauso kindisch im Moment. Wie andere, die sich über irgendwelche Dings nicht freuen. Oh. Cool. Kann man speichern? Okay. Kann man Freunde schlagen? Nein. Gut. Oh, nice. Ausweichen. Rumbreakdancen nach vorne. Was ist das? Bestimmt eine Werkbank. Ist das gut? Ist das schlecht? Es macht Schaden. Es klingt gut. Dolche. Rüstung. Gegenstände. Verstehe. Wir können da bestimmt nichts von herstellen, richtig? Es braucht 40 Dingsies, glaube ich, oder? 20? Das könnte tatsächlich das sein, was die Währung da ausmacht. Testen. Oh, nice! Meine private Warpal Blade. Oh, nice. Chance of Crit Hit. Das ist nice. Das nehmen wir. Ja, ich will das zusammenbauen. Heißt das, wir müssen nur Teile finden? Wir müssen eigentlich gar nicht irgendwie was zum Bezahlen oder so finden? Chance auf Crit, Chance auf Unterbrechen. Nee, ich will mehr Crit haben. Das ist richtig geil. Okay, das Ding an sich sieht ziemlich kacke aus. Aber hey, das ganze System ist ziemlich geil. What the fuck? Klicken. Wir haben einen Schraubenschlüssel. Echt jetzt? Okay. Vielleicht sollte unser Schraubenschlüssel lieber... Ah. Nein. Unser Schraubenschlüssel wird so ein... Ich hau dir aufs Maul! Teil. Also Schaden. Passt. Oh nein, alles lockt. Oh, brauche ich doch. Knete. Ich habe keine Komponenten mehr. Was gibt's noch? Mein Stäbchen? Ich habe ein Schild? Ja. Ist jetzt nicht so atemberaubend. Awesome, ne? Können wir das noch awesomeriger machen? Nice. Eine Blade. Was ist das Höchste? Ja, kann man mitarbeiten. Wieso erhöht das den kritischen Treffer? Okay.
Ich frag schon gar nicht. Naja. Das hätte man auch ein bisschen mehr anspitzen können, die Dinger. Und auch ein bisschen schöner machen, ne? Das ist ein verdammt hohes Upgrade. Wir haben eine Nagelpistole. Schickes Ding. Ja, okay. Ich frag schon gar nicht mehr. Das wäre geil, so ein Mini-Flammenwerfer. Ich guck nur noch einmal schnell die Rüstung groß drüber und dann gehen wir los, weil ich will auch mal sehen, wie das Spiel ist natürlich, ne? Nur wenigstens erstmal so ein bisschen reinfinden, mal ein bisschen umgucken. Das sieht ja auch ziemlich interessant aus. Ich kann euch absolut überhaupt nichts zu dem Spiel sagen, ehrlich. Nur, dass es ziemlich awesome bis jetzt ist, auch wenn wir überhaupt nichts gemacht haben. Aber das ändert sich ja jetzt. Kann man irgendwie... Jetzt habe ich meinen Schraubenschlüssel hier. Wie kann ich wechseln? X. C. Y. Vielleicht sollte ich lieber Stäbchen nehmen, hä? Das sieht mir aus wie die effektivere Variante. Nice. Also das ist B. Okay. Ja, ich möchte den nicht ausgerüsteten Helm haben, bitte. Eine Kordetten? Ja, okay, okay, wir haben alles schon. Ist ja gut. Was gibt's hier noch? Tasche? Oh ja, hier sind Komponenten. Fähigkeiten? Sehr schön. Wächter, Technomancer, Kämpfer und Gauner. Also die Technomancer-Trees, die interessieren mich im Moment am meisten. Okay, das hatten wir schon, die Attribute hatten wir auch. Statistiken ist mir egal. Hier haben wir noch ein Journal. Ein Journal, ein Journal. Sucht es euch aus. Und eine Weltkarte. Die Welt ist blau. Und leer. So, das war das ganze Spiel. Nö. Fuck, ich wollte... Ah ja. Elektrowaffe, Lichtbögen. Ich will Lichtbögen machen. Wie geht das? Ah, da unten steht's ja. Dann bleibe ich jetzt mal hierbei. Zachariah, today, as you know, marks your final mission as a cadet. I trust you are prepared. Of course, Master. Ready, willing, and able. And a little nervous. Normal and expected. That's why I have gathered together your usual instructors to allow you to warm up and prepare. It's for you to ace the tests for each fighting technique. Prepare yourself. And once you are ready, join me at the station. From there, a train will take us to the mission site. Thank you, Master. Yay. Trainiere die verschiedenen Kampfstile. Ja, sicher mal. Want to test your skills with a knife and a gun? Not really in the rule book. So, if you do, need to be discreet. Ach so. Let's do it. All right. Sehr diskret. Oh, nice. Nice. Ich mag's. Whoops. Es ist awesome. Kaputt. Alter, du bist doch schon quasi kaputt. Hey, lass mich in Ruhe. Ja.
Er hat doch gar kein Leben mehr. Wie kriegt man einen unsterblichen Tod? Leertaste ist also auch ein Angriff? Los, komm, komm, komm. Ups. Also es interessiert ihn null, wenn man ihn verprügelt. Hat er mich jetzt langsam mal K.O. oder ich ihn? Wie beendet man das blöde Training? Ich will die anderen Stile mal ausprobieren. Ah! Halt! Nein. So schon mal nicht. Also der Schurkenkampfstil ist ganz okay, aber ist noch nicht so meins. Ich hab das Leuchtstäbchen, so. Ich will mal spontan sagen. Was muss ich machen? Ach so. Okay, dann machen wir es wohl anscheinend jetzt mal richtig. Da ich sowieso nicht kaputt gehen kann, lohnt sich irgendwie. Oh, ausweichen nicht. Genau. Schießen wir diskret auf Leute. Ah. Nein, 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 nein. Ist okay. Don't underestimate stealth techniques or how much faster you can be in combat with light weapons. Vielleicht sollten wir uns erstmal wieder aufladen. Ach, scheiß drauf. How about a little self-defense training? Oh, of course, Fred. Sure, why not? Ha, fast. That's the spirit. Here we go. Yeah. Was ist das? C. Aufgabe. Shipblock. Komm doch. Komm. Mehr. Boah, ist die Haltung stark. Guckt euch das mal an, ey, was da für ein Schaden macht. So, bevor wir uns jetzt hier noch tausendmal durchwuseln. Leertaste, Schildschlag und weg. Und wegstecken. Schnauze, weg. Ja, komm, ich will jetzt in die Hauptmission. Aber es gibt jedes Mal EP. Nur die mache ich aber noch fertig. Oh, wisst ihr was? Komm, wir machen das noch fertig. Boah, klingt der dämlich. Well, a brush up on my technique could never hurt. Indeed. Remember to attend to your surcharge risk. I would hate to have an accident. What the fuck? Wir können überladen? Cool. Flüssigkeitsladung. Okay. Moment. Okay. Läuft. Nicht genügend Flüssigkeit. What the f... Egal. Wie war das Anvisier nochmal? So. Wo steht mein Ausbildertyp? Es gibt gar keinen Ausbildertypen. Okay. Ist der kalt? Ja gut, kann ich irgendwie nachvollziehen. So, wo ist jetzt meine Flüssigkeitsanzeigen-Dings? Ah, oben links. Verstehe. Aber ich hab's doch jetzt tausendmal schon... Muss ich vielleicht die Waffe wegstecken? So. Nicht genügend Flüssigkeit, aber jetzt. Es ist doof.
Finde ich nicht gut. Ist jetzt nicht gerade sehr hilfreich, wenn der Typ einfach nichts sagt, macht, tut. Okay. Mann, ich kann mich nicht mal darauf konzentrieren, mal gescheit was zu sagen. Auf wen soll ich jetzt schießen? Oh, nice. Also, was meint ihr? Was findet ihr denn bis jetzt von dem Spiel? Also, wir haben noch nicht so viel gesehen. Aktuell. Warum geht die Scheißquest nicht vorbei? Muss ich das ausmachen? Ja, lade dich auf, komm, Wasser. Ich finde das witzig, dass das hier mit Flüssigkeit geht. Kommt das auch anders irgendwie reinziehen? Eins. Nice. Hutze! Ups. Jetzt haben wir es. Setze deinen Gegner außer Gefecht. Kriegen wir hin. Jetzt noch ein bisschen mit dem Stäbchen prügeln. Ha! Geschafft. Oha. Nein, nein, nein. Okay, wir gehen jetzt mal direkt instant raus. Nur... well-trained staff can be quite formidable. Yeah, yeah, yeah. As you know, the control over our technopancy is what makes us unique. Nein, nein, das Stäbchen ist schon awesome. Wir nehmen das Stäbchen. So, jetzt nochmal in der nächsten Folge. Und ja, es ist jetzt Ende. Die Pilotfolge war ein bisschen länger. Habe ich gerade beschlossen. Es ist eine Pilotfolge. Und ich mache das mal wieder an. Hallo? Danke. So, Stäbchen ist beleuchtet. Passt. Obwohl, wir könnten ja eigentlich mal ein bisschen hier mit rumlaufen. Ist ja auch unsichtbar, unauffällig. Kann man schleichen? Ja, ist ja gut. Oh, nice. Ein bisschen Splinter Cell-like, oder? Ha, hier bin ich. So, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Abonniert mich und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und das ist jetzt kein Scherz, okay? Wirklich kein Scherz. In dem Moment, wo ihr Like klickt, da wird vor eurem Haus ein Batmobil stehen. Es ist kein Scherz. Überhaupt nicht. Probiert's aus. Klickt auf Like. Es wird ein Batmobil vor eurem Haus stehen. Jetzt mal ernsthaft vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.